Willkommen hier bei einer neuen Folge Mittelerde. Da drin haben wir irgendwie eine Mission oder irgendwas neu, ja. Besiege Marco Blutjäger, um eine besondere Belohnung zu erhalten, okay. Wer war Marco Blutjäger? War das ein... einer von Saurons Armee? Ah nein, nicht beenden. Saurons Armee. Einige Hauptmänner sind ständige Machtkämpfe verwickelt, um Einfluss zu mehren oder ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Diese Aufträge bieten dir gute Gelegenheiten, um den Hauptmann, den du suchst, zu einer angreifbaren Position vorzufinden. Mein Gott, was ist denn heute los hier? Wenn du nicht einschreitest, werden diese Hauptmänner ihren Kampf nach einiger Zeit zu Ende bringen. Wer den Machtkampf gewinnt, gewinnt auch an Macht hinzu. So, und wie hieß jetzt? Jetzt habe ich da schon wieder so viel gelesen, wen wir da... Wie hieß der Kollege jetzt da in der Höhle? Marco Blutjäger. Sowas habe ich doch gerade bei Saurons Armee gelesen, oder? Tumak der Tollkühne. Fleisch irgendwas. Bestien schlechter. Unbekannt. Redback. Zerstörer. Verrückte. Baumfäller. Tollkühn. Zwilling. Nutzduk der Recke. Goroth. Goroth? Wir haben doch Goroth getötet, oder nicht? Mit für Redback. Interessant. Hat er sich wieder hochgearbeitet? Ah ja, ist egal. Wir werden mal schauen, was wir da machen dürfen oder nicht. Wenn wir schon mal da sind. Alles klar. Besiege Marco, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Machen wir. Hey. Ja, so, dann wollen wir doch mal schauen. Aua! Oh, Alter, der geht ja ab. Oh, fuck. Oh, shit. Links und Kreis. Sehr gut. Oh, das haben wir nochmal überstanden. Oh, fuck. Nicht schon wieder. Oh, fuck. Ah, nein, da hat er mich. Ah, leck mich. Anführer befördert Uruk dafür. Ach man. Bitteschön, Luga. Macht angestiegen auf 2. Ja, das ist ja Peng. Okay, auf 4. Also, jetzt hat er noch einen extra Namen dazu. Ach, der steigt auch auf. Ja. Klar, wenn sonst nichts ist. Die tragen ihr Duell aus, okay. Okay. Da rutscht der nächste nach. Ja. Nein, das ist nicht mein neues Ziel. So, ich will nur zum Spiel zurückkehren. So eine Scheiße habe ich mich da von denen niedermetzeln lassen. Türme aus Silber. Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. So, nach dieser tollen Rede über diese Türme werden wir mal gucken, wo wir gelandet sind. Da können wir gleich einem helfen. Da ist Isildin. Das ist ein Ausgestoßener, da ist Informationen. Ja, aber ich werde erstmal dem Ausgestoßenen da, glaube ich, helfen. Der müsste dann ja da irgendwo sein. So, den haben wir gleich... Platt gemacht? Das ist unsere Chance. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Verhöre ein Uruk, um... Achso, ja, das ist nur wieder... Ja, das läuft doch. Das war doch ganz gut. Ein benötigtes Kraut ist in der Nähe. Wer sagt mir denn, dass ich ein Kraut benötige oder nicht?
Altemont. Überlebensanforderung, irgendwas. Da vorne gibt es nochmal Informationen, da könnte man ja mal vorbei tingeln, mal gucken, ob es irgendwas Spannendes gibt. Ja, natürlich einer von euch. Ich kann mir nicht um jeden toten Uruk Sorgen machen. Hm, was war das? Oh, fuck. So, eine Runde Information. Das geht zum Glück auch im Fight, das ist eigentlich ganz easy. Neue Informationen erhalten. Das ist Utuk Totauge. Ja, sehr gut. Dann bist du schon mal weg. Und da wir in der Geisterwelt sind, ist er zeitlich immer ganz gut. Ja, so einfach ja nicht. So. Den haben wir geblockt, bevor das überhaupt angezeigt wurde. Das geht also auch. So weit, so gut. So, und guten Tod. Ach ja, nett. Hier steckt da irgendwo ein Pfeil. Da oben, okay. Ja, aus der Welt einmal raus, aber... So. Ist eigentlich ganz nett, wie man so auf erhöhte Positionen und so kommt. Das ist eigentlich sehr gut gemacht. Finde ich sehr gut. Ja, der ist zu doof, ein Elmgeschoss aufzufüllen. Ach, ich hab voll. Ich hab doch gerade geschossen. Wo habe ich die denn wieder hergekriegt? Naja, nicht schlimm. Oh, da läuft ein Karagor. Den, da laufen sogar mehr als einer. Das sollten wir vielleicht für uns nutzen. Aber ich habe den jetzt gerade noch nicht in den Fokus gekriegt. Ich hätte drauf springen können. Ich würde ganz gerne einmal... Ach scheiße, da habe ich den... Den habe ich verpennt. Wow, das war very close. Links, 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 links. Kreis. Ah, sehr gut. Oh, einmal durchs Feuer. Ich habe einen brennenden Karagor. Ja, das haben wir auch schon. Wir haben ja schon mal einen Karagor. Wieso habe ich einen brennenden Karagor? Das ist ja doof. Geh aus! Geh aus! Danke. Ich habe schon Leben verloren, ist ja doof. So, aber ich will jetzt erstmal gucken, was ich als nächstes mache. Missionsmäßig, da oben haben wir einen Überfall. Das von der Richtung her, würde ich sagen, passt das schon wohl von dem, wo wir gerade uns befinden. Mit so einem Karagor kann man das ja gut machen, ne? Okay, da hoch, aber da, da sind die Viecher sehr... Da war doch ein Geräusch. So, Ehrens Auftrag starten. Überfall. Uruks versuchen regelmäßig einander zu ermorden. Sollte das Opfer überleben, erlangt es Macht. Mische dich ein in den Überfall. Warum lese ich Wörter, die gar nicht da sind? Ey, heute ist wirklich schlimm. Und das habt ihr jetzt jede Folge mittlerweile fast gehört. Das ist echt... Das macht das noch ein bisschen schlimmer. Magical, wie er das Schwert so wegsteckt. Mische dich in den Überfall ein, um Saurons Armee zu schwächen, aber sicher doch. Machen wir glatt. Wie, ihr klaut mir meinen Karagor? Bewegt euch! Ich will zu Hause Knochen brechen! Okay. Der war relativ einfach. Ja, dann gucken wir uns den Kampfbericht an. Schön, wie er einfach umfällt. Ja, da haben wir mal wieder einen ausgeschaltet. Oh, die Elbengeschosse mal wieder voll. Die rennen alle weg. Das ist gut, denn wir kriegen da auch noch Loot. Sehr gut. Chance 32% bei einem tödlichen Kopfschuss 30% Fokus zu regenerieren. Ist auch nicht schlecht.
Was willst du von mir? Jetzt, wie wär's mit dem Finishen? Danke. Was ist denn das für ein, bei meiner Karte unten rechts dieses blau leuchtende? Ist das irgendwie ein Super oder so? Ich habe keine Ahnung. Das überfordert mich gerade. Oder sagt das nur, ich könnte irgendwas Neues ausrüsten? Okay, wir gucken erstmal auf die Karte. Da gibt es nochmal Informationen. Da können wir noch jemanden... Was ist das da oben jetzt? Ein Artefakt? Ja, nix wie hin. Warum lasse ich denn ein Artefakt da liegen? Das gibt's ja nicht. Ich weiß auch noch nicht, was die Artefakte mir so bringen. Ich denke, dass das... Was meinst du, wo er trainiert hat? Also ich weiß nicht, wo er trainiert hat, aber ich weiß, dass du tot bist. So. Da ist das Artefakt. Belohnung, 50 Mirian. So, dieses Artefakt, diese Artefakte enthalten Erinnerungen an Mordor. Benutze links und rechts, um nach Erinnerungen zu suchen und drücke dann Viereck, um sie zu enthüllen. Drücke X zum Fortfahren. Eisfesseln, dies sind Gefangenenketten, Fußfesseln, um genauer zu sein. Sie datieren zurück ins zweite Zeitalter und wurden wahrscheinlich von gondorischen Gefangenen getragen. Männer und Frauen, die in ihrer Knechtschaft die Türme der Zähne errichteten, die das Morannon flankieren. Diese Gefangenen warfen später ihre Fesseln ab und begannen ein neues Leben als Ausgestoßene in Udun. Einige behielten ihre Fesseln als Erinnerung an ihr Leid. Benutze er, um den Erinnerungspunkt zu finden. Das hat doch irgendwas mit dem Ton zu tun. Daran wird man das ausmachen können. Irgendwie dreht sich das komisch. Das würde ich sagen, ist der Erinnerungspunkt. Ah, da mal. Na schön, ihr Würmer. Willkommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harte Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Wenn ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. Tschüss, ja nett. Ja. Damit haben wir die Erinnerung hier von den Eisenfesseln gefunden. Also, wir können Waffen runen. Haben wir eine neue Bogenrune bekommen. Das sollten wir mal eben reinschauen. Fähigkeit festnageln. Habe ich die überhaupt? Das machen wir mal. So, was haben wir denn für Verbesserungen? Wir haben Achso, du hast eine neue Fähigkeitsstufe freigeschaltet. Ja, schließe Machtkämpfe ab und jagt. Ja, sehr gut. Das ist doch nice. So, das heißt, wir haben hier die nächste Stufe erreicht. Okay, was nehmen wir denn? Kritischer Treffer verdoppelt den Anstieg der Trefferserie bei gut aufeinander abgestimmten Angriffen. Fähigkeit, einen endgültigen Todesstoß während der letzten Chance zu landen. Oh, das ist auch cool. Das haben wir noch nicht. Wurfdolche. Cool. Das kann durchaus praktisch sein, ja. Eine furchteinflößende Schleichtötung, ja. Die umstehenden Gegner in die Flucht treibt. Das ist cool, ja. Haben wir noch nicht. Bodenangriffe. Achso, das ist Festnageln. Ja, das wäre dann was für unsere Rune, die wir getragen haben, die wir sozusagen da auch noch gar nicht. Die Aufzehrung aus dem führe Aufzehrung aus dem Schleichen heraus aus. Na, ja, das ist doof. Ich mach mal die. Die finde ich irgendwie lustig. Jetzt war ein Dreieck, okay. Fremder. Die Häuptlinge werden sie schon. Diese Männer sind keine Soldaten. Sie sind nicht bereit zu sterben. Alles Lebendige muss sterben. Nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht. Ja, wenn das so ist. Erdenbrot, ja, so sah das auch aus. Aber jetzt muss ich natürlich zusehen, dass ich
Ja, die geht ganz schön ab. Und gib mir eine Trefferserie von 5, das ist natürlich auch ganz sexy. Oh, da sind wieder... Da wüten wieder Karagoren. Jetzt sollten die nun mal herkommen oder ich muss da in die Nähe kommen. Da ich nicht darauf warten kann, dass sie herkommen, werde ich in die Nähe gehen. Ja, komm. Da einmal in die Menge reinhüpfen. Oh, 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 das wird knapp, Viereck, aber läuft. So, wir haben's. Ah. Oh, das hat dem Karagor richtig Schaden reingesetzt. Das ist ja übel. Ah, ich kann absteigen und einen Gegner... Oh, was springst du denn da so durch, ey? Ah, mein Karagor kämpft auch, wenn ich absteige, das ist cool. Sozusagen eine zusätzliche Hilfe im Kampf. So. Was? Da ist meine Serie irgendwie abhanden gekommen. So, du bist erstmal drauf. Ach, verdammt, das hat nicht ganz gereicht, ja. Ist ein bisschen ärgerlich. Immer auf die am Boden liegenden. Ach, du willst auch noch mal wieder ein paar extra, ey. Hast du gut gemacht. Braves Reittier. Oh, was fast tot. Wann hält er sich denn da fest? Das ist so ein Stachel. Okay, so. Ach, hier ist ein Artefakt in der Nähe. Sollten wir uns doch dann mal eben ansehen. Der steht da oben drauf. Naja, ist egal. So, wir steigen mal eben ab. Da hängt das Artefakt. Das sollten wir dann mal eben mitnehmen. Da vorne läuft. Achso, Mörser und Stößel. Ja, dieses Artefakt ist ein außergewöhnlicher Fund und datiert vielleicht bis ins zweite Zeitalter zum großen numenorischen Einfall zurück, in dem der dunkle Herrscher Sauron sich absichtlich in Gefangenschaft begab. Es wurde wahrscheinlich von Heilern dazu verwendet, Wurzeln und Kräuter für die Herstellung von Umschlägen und Salben zu zerreiben, die notwendig waren, um eine Armee relativ gesund und munter zu halten. So, jetzt suchen wir wieder die Erinnerung. Da, an dem Stößel haben wir sie. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten? Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Ja. Das hat ja dann mit Sicherheit gut geklappt. Achso, den da vorne wollten wir... Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welche Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem langen Schlaf. Es hält noch viele Geschichten für uns bereit. Ja, ist immer schön, dass sie da so... Ein Elite-Hauptmann, ja, Sapalotzi. Das ist ja nicht schlecht. So. Der Hauptmann hat aufgegeben, die Leichen zu zählen, die der Waldläufer durch seine Überfälle auf der Luft hat. Den habe ich schon ein paar Mal gehört. Achso. Ja, durch das Seil kommt er dann doch nicht. So. Mir gefällt das nicht. Hexerei habe ich doch nie gemacht. Das Werk dieses Feindlings ist nichts als Schwindel. Da irgendwo sitzt noch ein Karagor. Ich werde mal von diesem absteigen. Hier hoch. Und eigentlich wollte ich den Karagor zählen. Wir sollen nicht gegeneinander kämpfen. Ah! Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass du nicht da oben rumhängst, du scheiß Karagor. Ah, auf meinen brauche ich nicht so hüpfen.
Mein Karagon ist für den Auftrag. Und wo ist der andere? Da. Den kann ich nicht zählen anscheinend. Okay. Naja, egal, dann auf meinen und Abflug.